Was für ein herrlicher Tag heute. Guten Morgen, Schatz. Wie spät ist es denn? Es ist kurz nach 6, mein Engel. Schlafe weiter. Ich fahre schon mal in die Firma. Du kannst ja nachkommen, okay? Und bitte denke an das Meeting heute um 10 Uhr. Alles klar, mach ich. Ja, also dann bis später. Ich liebe dich. Ciao. Oh, da ist ja nur noch ein Pet drinne. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich werde Martina einen Zettel schreiben. Sie kann ihren Kaffee ja auch in der Firma trinken. Jetzt muss ich aber wirklich los, sonst komme ich selber noch zu spät. Wie spät ist das denn? Was? Schon so spät? Um Gottes Willen, wir haben ja total verschlafen. Warum hat uns Mama denn nicht geweckt? Lena, Lena, aufwachen, wir haben verschlafen. Lena, hast du mal auf die Uhr geschaut, wie spät es schon ist? Der Unterricht hat schon längst begonnen. Um Gottes Willen, ich werde riesen Ärger mit Frau Bratka bekommen. Mama? Mama? Mama, aufwachen! Sarah, was ist denn los? Mama, warum hast du denn den Wecker nicht gestellt? Wir haben total verschlafen. Es ist schon ganz doll spät. Ich bekomme Riesenärger mit Frau Bratka. Ich gehe Zähne putzen und mich anziehen. Ich warte unten auf dich. Oh nein, das Meeting. Das hat schon längst angefangen. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss mich beeilen. Oh Gott, wo fange ich denn an? Am besten im Bad. Okay, das Duschen, das lassen wir heute. Nur Zähne putzen, Haare machen und ja, ab ins Büro. Na toll, jetzt ist auch noch die Zahnpasta alle. Okay, dann eben ohne. Oh, was ist das denn? Rasierschaum? Wolfram, echt jetzt? Das ganze Handtuch ist schmutzig. Warum legt er es nicht gleich zur Schmutzwäsche? Das ist wieder mal so typisch für Wolfram. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll bei der Hitze. Ich könnte ja das sportliche Outfit anziehen. Das Meeting habe ich ja eh schon verpasst. Ach ja, das ist sportlich und doch irgendwo schick elegant. Aber was ist das? Ist das etwa ein Fleck? Oh nein. Oh Gott, in dem Outfit fange ich ja jetzt schon an zu schwitzen. Ich komme vor wie in einer Sauna. Das geht gar nicht. Ach, diese Bluse ist doch total altbacken und außerdem viel zu warm. Oh, lieber Gott, hilf mir, was soll ich nur anziehen? Ach, das könnte ich doch anziehen, obwohl, das sieht eher aus, als wenn ich zum Sport gehen möchte. Ich weiß einfach nicht, was ich anziehen soll. So, ich ziehe jetzt das an, fertig. Habt ihr alles Trinken und Pausenbrote? Ja, Mama, es haben wir alle schon eingepackt. Ja, klasse, dann ab mit euch in die Schule. Ich rufe an, damit ihr keinen Ärger bekommt, okay? Danke, Mama. Tschüss, bis später. Oh je, da ist gerade der Bus vor unserer Nase weggefahren. Ja, hallo? Schönen guten Morgen, Frau Neubau. Tut mir leid, wir haben verschlafen. Die Kinder sind schon auf dem Weg zur Schule. Alles klar, Frau Mattis, dann weiß ich Bescheid. Auf Wiederhören. So, dann rufe ich gleich noch Bettina an. Hallo Bettina, ich bin's, Martina. Kannst du bitte vorbeikommen und auf Demen aufpassen? Geht das? Oh, danke, du bist ein Engel. Okay, das wäre erledigt. Dann werde ich mir jetzt noch einen Kaffee machen. Nanu, wo ist denn der Kaffee hin? Ich bin mir sicher, dass ich ihn da oben hingetan habe. Ach, heute ist wieder so ein Tag. Oh, da liegt ja ein Zettel.
Hallo Schatz, der Kaffee ist leer, kaufe bitte neuen. Da trinkt er mir wirklich den letzten Kaffee weg. Er hätte auch einen in der Firma trinken können. Egal, Bettina müsste sowieso jeden Moment da sein. Ach, da ist sie ja schon. Das ging aber schnell. Da bin ich. Sei gegrüßt, Martina. Hi, Bettina. Super, dass das so spontan geklappt hat. Du, ich bin eigentlich schon weg. Mach's gut, ja? Du kennst dich aus. Wenn was sein sollte, ruf bitte an. Ja, klar, Martina. Mach dir keinen Kopf. Es wird schon alles gut werden. Dann werde ich doch gleich mal nach dem Entschauen gehen. Martina hat ihr Handy auf dem Tisch liegen lassen. Vielleicht erwische ich sie ja noch. Martina? Hey, Martina! Hey, Martina! Du hast dein Handy vergessen. Da fährt sie. Naja, sie wird es schon merken. Was ist denn nun los? Oh nein, sag mir jetzt nicht, das Auto ist auch noch kaputt gegangen. Na, dann werde ich mal die Pannenhilfe rufen. Wo habe ich denn mein Telefon? Oh, das liegt zu Hause auf dem Tisch. Sabrina, kannst du bitte mal hier anhalten? Oh, was für ein Glück, da kommt ja Markus. Hey, Gott sei Dank seid ihr hier. Martina, was ist denn? Können wir dir helfen? Ja, mein Auto springt nicht mehr an und ich habe zu Hause auf dem Tisch mein Handy liegen lassen. So kann ich auch keine Pannenhilfe rufen. Kannst du mich bitte ins Büro fahren? Ginge das? Rein theoretisch gesehen ginge das schon, aber ich habe ja gerade eine Fahrschülerin. Ach bitte, Markus, bitte, bitte, du würdest mir so helfen. Sabrina, ich müsste dich bitten auszusteigen. Wir haben hier einen Notfall. Und dann soll ich nach Hause laufen, oder was? Und wer bezahlt mir überhaupt die Fahrstunde? Ich zahle Ihnen die Fahrstunde, bitte, es ist ein Notfall. Markus fährt mich schnell in die Firma und holt Sie dann hier wieder ab, okay? Danke. Es sind wirklich nur 10 Minuten, Sabrina. Das schaffen Sie doch, oder? Ja, okay, meinetwegen. Na super, und ich darf hier in der Hitze schmoren. Hallo, da bin ich. Ist ja gar keiner da. Das ist ja komisch. Wo sind denn die alle? Die Tasche von Fiona ist auch nicht da. Ich werde mal Wolfram anrufen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wieso geht denn der Fahrstuhl nicht? Oh, sag nicht, dass hier Stromausfall ist. Ach, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Jetzt kann ich mir noch nicht mal einen Kaffee machen. Heute ist irgendwie mein absoluter Pechtag. Dieser Apfel ersetzt zwar nicht meinen Kaffee, aber besser als gar nichts. Oh, der Strom ist ja wieder da. Cool. Hey, da bist du ja, Martina. Ja, sag mal, wo hast denn du gesteckt? Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Sag mal, kann es sein, dass du heute Morgen aus Versehen meinen Wecker ausgeschalten hast? Nein. Warum? Ja, weil der Wecker heute Morgen nicht geklingelt hat. Dann möchte ich mir einen Kaffee machen. Ist kein Kaffee mehr da. Dann lese ich deinen Zettel. Echt jetzt, Wolfram? Sorry. Ja, egal. Dann fahre ich in die Firma. Geht das Auto kaputt? Will ich den ADAC anrufen? Merke ich, dass ich mein Handy zu Hause habe liegen lassen. Komme ich hier in der Firma an? Ist niemand von euch da? Dann will ich dich anrufen. Ist auf einmal der Strom weg. Ach ja, das mit dem Strom. Da waren heute Elektriker da. Deswegen haben wir das Meeting ja auch ins Café verlegt. Toll. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich habe schon versucht, dich mehrfach anzurufen. Aber ist doch auch völlig egal. Das Meeting ist vorbei und die Hauptsache ist doch, dass es dir gut geht. Komm, wir fahren nach Hause und trinken einen Schluck Wein, Wein am frühen Morgen? Wie wär's mal mit einem Frühstück und einer riesengroßen Tasse Kaffee? Und danach eventuell ein Stückchen Wein.